Wir produzieren seit 50 Jahren Nudeln, möglichst wie selbstgemacht, und sind mittlerweile Partner im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Wir wollen auch nachhaltig denken. Das heißt, für uns ist wichtig, wie viel CO2 wir verbrauchen. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich müssen wir gucken, wie wir eine Lösung finden, die ressourcenschonender ist, die kosteneffizienter ist. Hier bei der Nudelfabrik Dress haben wir ein ganzheitliches Biotarg-Konzept umgesetzt, bestehend aus Komponenten wie Wasserspeicher, wie Blockheizkraftwerke, wie übergeordnete Intelligenz, um einfach für die Produktion die ideale Prozesswärme zuzuführen. Wir betreuen die Anlage von Munderkinge aus und arbeiten auch Vorschläge für den Herrn Dress aus, um die Anlage noch besser und hocheffizienter umzusetzen. Wir sind jetzt natürlich auf einem guten Weg zu einer CO2-freien Produktion. Und mit Erdgas Südwest waren wir mit jemandem, der Know-how hat und der uns erklärt hat, wie das Ganze funktionieren kann und am Schluss auch dafür mitgesorgt hat, dass es auch funktioniert. Und auf der anderen Seite war für uns auch wichtig, dass wir wegkommen vom Heizöl. Jetzt sind wir bei Gas. Irgendwann werden wir bei Biogas sein. Das heißt, wir werden irgendwann komplett bioautark produzieren können.